Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet. Viel Spaß bei dem Video. Die Links zum Posting und den Artikeln packe ich euch unten in die Beschreibung rein. Das National News Bureau of Thailand meldet heute am 13. April 2021 965 neu gemeldete Fälle, davon 654 inländische Fälle, 302 im Proactive Case Finding und 9 importierte Fälle. Der Falang.com berichtet: 113 Polizisten mit Covid infiziert, 961 in Quarantäne. Bangkok: Mit dem Coronavirus haben sich 113 Polizisten infiziert und 961 Beamte befinden sich in Quarantäne, teilte Colonel Sirikul mit, stellvertretende Sprecherin im Polizeihauptquartier. Landesweit mussten 113 Polizeibeamte ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie sich mit dem Virus infiziert hatten. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen möchtet. Wie gesagt, Link dazu unten in der Beschreibung. Und der Phalang.com berichtet auch noch: Weder Speisen noch Getränke auf Inlandsflügen. Bangkok, die zivile Luftfahrtbehörde, kurz CAAT, hat den Fluggesellschaften mit Wirkung vom 13. April untersagt, Passagieren an Bord von Inlandsflügen Speisen und Getränke zu servieren, außer in Notfällen. So soll die Verbreitung von Covid-19 eingedämmt werden. Auch der Artikel geht noch ein bisschen weiter, wie gesagt, Link dazu unten in der Beschreibung. Und Thailandtipp.info mit Quellenangabe Bangkok Post berichtet: Hoteliers sehen nur lauwarme Tourismusaussichten. Bangkok: Trotz des Wiedereröffnungsplans der thailändischen Regierung für internationale Ankünfte prognostizieren die Hoteliers einen lauwarmen Tourismusausblick, während sie ihre Geschäfte unter Unsicherheiten auf die Touristen vorbereiten. Charintip, der Finanzkontrolleur im Pimalai Resort and Spa, sagte, die Tourismus-Sandbox von Phuket im Juli werde es den Betreibern ermöglichen, ihre Geschäfte im Voraus zu planen. Die Nachfrage nach Tourismus in den frühen Stadien werde jedoch nicht ausreichen, um Gebiete in der Nähe zu fördern, wenn internationale Flüge nach Phuket nicht stattfinden bzw. nicht in der Lage sind, diese vollständig fortzusetzen. Und ich überspringe noch einen Teil. Nantan Nitaya, der stellvertretende Geschäftsführer von Horizon Village and Resort, sagte, Chiang Mai sei ein Pilotgebiet, in dem geimpfte Touristen ohne Quarantäne bis Oktober empfangen werden sollen. Die Einheimischen haben jedoch bisher noch keine klaren Pläne für eine Impfung bestätigt. Das Hotel erwartet eine Erholung im Jahr 2023, wenn der Markt für Geschäftsreisende, Tagungen, Anreize, Kongresse und Ausstellungen voraussichtlich wieder aufgenommen wird. Vor der Pandemie machten die Einnahmen aus dem Markt fast 90% der Gesamteinnahmen des Hotels aus. Angesichts der sehr volatilen Situation in Bezug auf die Pandemie muss das Hotel seine Geschäftstätigkeit täglich anpassen und gleichzeitig seinen Cashflow sorgfältig steuern, um den erwarteten schwachen Ausdehnungen für 3 Jahre standzuhalten, sagte Frau Nanta Nitaya. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Schreibt mir doch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das war's auch schon wieder von dem kleinen News-Update. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.